Hallo, ich bin der Bernd Taubenreuther von der Firma Taubenreuther und heute nehme ich euch mal mit auf eine magische Welt der Vorstellungskraft. Und zwar, wir haben folgende Situation. Wir sind am Strand und die Richtung ist das Meer. Wir stellen unser Auto ab, direkt mit Blickrichtung aufs Meer. Und jetzt zieht aber der Wind immer so rein. Und da haben wir jetzt genau das ideale Teil dafür. Und zwar ist es der Alkoven von ARB. Der Alkoven von ARB ist im Endeffekt eine andere Version des Seitenteils bzw. Frontpanels. ARB hat ja im Endeffekt Frontteile, wo man einfach sagt, okay, ich hänge im Endeffekt mehr oder weniger einfach eine Plane aus an dementsprechend gleichen Stoff. Einfach vorne noch ein und spanne nach vorne gerade weg. Aber man hat halt das Thema, gerade wenn man jetzt zum Beispiel beim Sand oder sowas ist, dass es halt an den Seiten dann immer erstreckt reinfliegt oder unten drunter durchgeht. Und deswegen sind sie genau mit dem Teil hier angekommen. Das ist natürlich auch noch andere Applikationen abdeckt. Und das will ich jetzt einfach mal für euch aufbauen und dann schauen wir uns mal an, wie man das genau einsetzen kann. Das Ganze ist in einem sehr robusten Beutel und wiegt ungefähr 2 Kilo. Ist ARB-typisch, wie immer, schön anzufassen und halt auch richtig gut verpackt. Ich lege das mal ganz kurz aus der Hand. Roll das aus. Und hier kommt da gleich schon was entgegen. Das sind meine Heringe für später und die seitlichen Taschen. So, der Alkoven an sich steht. Jetzt können wir im Endeffekt noch unsere kleinen Gimmicks hier einhängen. Kann man unten nochmal abspannen, was eigentlich ziemlich cool ist, dass man das einfach, dass es nicht einfach nur an sich so rumflattert, sondern dass man das hier unten nochmal an diesen Stretch-Bündchen hat. Und da kann ich dann im Endeffekt aller möglichen kleinen Sachen verstauen. Hier unten. Als Papa kann ich jetzt sagen, die Kindersachen und hier oben das, wo sie wahrscheinlich am wenigsten rankommen sollen. Und habe jetzt genug Stauraum für alle möglichen Camping-Zubehörteile. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es echt ziemlich clever, weil man eben hier, wie gesagt, hier hinten ein bisschen so eine Rückzugsart hat. Also ich setze mich jetzt nochmal rein. Ah, hier, man hat halt bis an der Seite ein wenig vor Sonne und Regen geschützt. Und ich meine, die ARBs, ihre Lieblingsanwendung ist ja das Campen mit dem Swag. Und da können sie halt das Swag, also das Tunnelzelt, das haben wir in einem separaten Video vorgestellt. Das können die halt perfekt dort hinten reinstellen und haben das halt richtig optimal vor Wind und Wetter geschützt. Man kann natürlich aber auch hergehen und kann sich hier wegen einem Stuhl an die Seite reinstellen oder wie auch immer oder direkt da drauflegen. Ich persönlich finde es ziemlich cool, dass es dieses Meshgewebe unten drin hat. Weil ich finde immer, wenn es eine durchgehende Plane ist, je nachdem wie man halt ist, also wenn wir jetzt sagen, das sind zwei Erwachsene, die kommen bestimmt mit einer durchgehenden Plane auch brillant zurecht. Wenn ich jetzt an uns denke, mit Kind und Hund. Ich bin immer ziemlich glücklich, wenn irgendwas durchrieselt. Und vor allen Dingen, wenn jemand da mal mit nasser Füße oder sowas drauf geht, dass es halt einfach durchgeht. Also von daher finde ich das eigentlich ziemlich gut gemacht. Das Ganze ist ja hier wieder aus einem relativ dicken Material. Also man merkt da, dass es relativ fest sich anfassen lässt. Das sind jetzt hier, ich glaube, 150 Gramm pro Quadratmeter, wo sie die Materialangabe haben, aber das findet ihr auch bei uns im Shop. Der ganze Anbau wiegt um die 2 Kilo, also es ist jetzt auch nicht so schwer und auch nicht so riesig zum Transportieren. Und ich finde, dass der echt sehr, sehr gute Ergänzung zum Markisen ist und gefällt mir richtig gut. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, wie schnell man das aufbauen kann. Ich würde euch echt immer ans Herzen legen, gerade wenn ich also Sonderteile oder Zubehörteile noch zum Markisen reinhänge, wie zum Beispiel jetzt diesen Alkoven. Statt euch selber einen Gefallen, macht es zu zweit, es geht viel schneller, es ist viel schonender fürs Material, für die Planer an sich.
Und gerade wenn Wind ist, es fängt halt wahnsinnig viel Wind auf, aber wenn man jetzt das alleine macht und schaut, dass ihr eure Heringe ordentlich setzt, dann habt ihr damit ewig Spaß. Das würde ich wirklich jedem ans Herz legen. Aller Markisensachen sollte man eigentlich jetzt nicht wie ich Heringe zack zack, sondern man sollte es wirklich ordentlich machen. Dann ist es wirklich eine sehr langlebige Geschichte. Und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, auf der Webseite findet ihr auch noch genau die Daten zum Material und wie schwer das genau ist. Und wenn ihr irgendwelche sonstigen Fragen habt, wo ihr sagt, da bin ich mir gerade unsicher, passt denn das zu der Markise, funktioniert das auch so, ruft uns gern an, kontaktiert einen von unseren Verkaufsteams in Deutschland und Österreich und die helfen euch dann richtig gern weiter. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und wenn ihr es hilfreich fandet, lasst uns einfach ein Like da oder abonniert unseren Kanal, weil das ist für uns einfach immer das größte Kompliment. Danke und bis demnächst. Ciao.